Ich stelle euch eine ganz besondere App vor, die uns die Geschichte von 15 außergewöhnlichen Frauen näher bringt. Wir sind schon auf der Startseite der App, die Außergewöhnliche Frauen heißt und von Learnyland entwickelt wurde. Auf der Startseite findet ihr links oben eine kleine Figur, die vor einem Stern sitzt. Hier erfahrt ihr mehr über die Hintergründe der App, die von drei Frauen entwickelt worden ist. Mit einem Klick auf das kleine X hier oben links kommen wir auch wieder raus aus der Information. Links unten bei dem violetten Zahnrad könnt ihr Einstellungen vornehmen. Das heißt, ihr müsst eine mathematische Aufgabe lösen und könnt dann entscheiden, möchtet ihr die App, in welcher Sprache ihr die nutzen möchtet. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, was ein ganz toller Pluspunkt ist, um die App auch einzusetzen, mit mehrsprachigen Gruppen zum Beispiel. Ihr könnt hier wählen, ob die Musik an oder aus ist. Und ihr könnt entscheiden hier an dieser Stelle, ob ihr die Texte vorlesen lassen möchtet oder nicht. Mit einem Klick auf das Symbol. Mit einem Klick aufs Haus kommen wir zurück zur Startseite. Wie ich schon sagte, es werden uns 15 außergewöhnliche Frauen vorgestellt. Damit schaffen wir ganz tolle Gesprächsanlässe und vor allen Dingen dient die App der Wissensvermittlung. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Geschichte von Wangari Maathai an, die übrigens Friedensnobelpreisträgerin ist. Hier links die kleine Figur mit den Zeilen, da kriegt ihr einen Steckbrief von Wangari Maathai, in der ihr zum Beispiel etwas darüber erfahrt, wann Wangari geboren ist, wann sie verstorben ist, wo sie gelebt hat und was sie geleistet hat. Aber eine ganz kurze Info und dann seht ihr nämlich hier in der Mitte, gibt es einmal ein weißes Dreieck, auf das ihr klicken könnt, auf diesen Play-Button. Und schon sind wir in der Geschichte von Wangari Maathai. Ihr könnt es jetzt selbst lesen, die Texte, und mit einem Klick rechts unten in der Ecke zum Beispiel, seht ihr, da ist ein kleiner grüner Kreis mit einem schwarzen Dreieck drin, kommt ihr weiter auf die nächste Seite der Geschichte. So geht es eigentlich immer weiter, aber es gibt auch Passagen in den Geschichten, in denen wir nicht so einfach auf dieses kleine schwarze Dreieck klicken können, sondern in denen wir vorher etwas machen müssen. Nun erfahren wir jetzt bei Wangari etwas darüber, dass sie außerhalb ihres Heimatlandes studiert hat, nämlich in den USA, und dann zurückkam nach Kenia und da gesehen hat, dass sich die Umwelt ganz stark verändert hatte in ihrer Abwesenheit. Und sie möchte etwas dagegen tun und hat dafür auch sehr viele Menschen mobilisiert. Und jetzt werden wir hier an der Stelle gefragt, bevor es weitergeht, was sie tun müsste dann, um diese Probleme vor Ort zu lösen. Und sie musste nämlich viele Bäume pflanzen. Jetzt gelangen wir dann weiter, wenn wir die richtige Antwort haben. Und die Geschichte wird fortgesetzt. Wir sehen jetzt gleich wieder einen kleinen grünen Kreis mit dem schwarzen Dreieck drin. Und bevor wir aber hier an der Stelle weitermachen können, gibt es so ganz kleine zauberhafte Spielereien. Hier zum Beispiel können wir den Topf jetzt einfach kaputt machen. Da werden wir auch darauf hingewiesen durch diesen grünen Pfeil. Wir können diesen beiden Frauen die Pflanze in die Hand geben und die beiden können die Pflanze, diesen Baum einpflanzen. Der Baum wächst dann auch innerhalb der App. Also wir können jetzt auch schauen, was braucht ein Baum, was brauchen Pflanzen, um zu wachsen. Wenn ihr rechts oben auf diese Fahne klickt, weil den Rest der Geschichte sollt ihr selbst erkunden, kommt ein kleines weißes Höschen. Da können wir zurück auf die Startseite und die anderen Frauen kennenlernen in dieser App. So habt ihr also ganz viele verschiedene Themenbereiche in einer App. Einmal Wangari mit den Pflanzen, mit dem Naturschutz, aber auch die sich für Demokratie eingesetzt hat. Also auch da ganz viele Gesprächsanlässe mit einem Thema, mit einer Person, mit der ihr euch befassen könnt. Emilia Earhart war Pilotin, Marie Curie Physikerin und Chemikerin, die auch den Nobelpreis übrigens bekommen hat. Malala Yousafzai setzt sich für die Bildungsgerechtigkeit von Frauen und jungen Mädchen ein. Malala hat übrigens auch den Friedensnobelpreis erhalten. Jane Goodall ist Primatologin und hat sich für den Naturschutz vor allem eingesetzt und für die Erforschung der Primaten, also der Affen. Frida Kahlo war Künstlerin. Rosa Parks hat sich ganz maßgeblich und sehr mutig gegen Rassismus und Diskriminierung und für Gleichberechtigung eingesetzt in ihrem Land in Amerika. Und ganz links unten seht ihr Astronauten. Das sind nochmal 8 Frauen, die sich vor allen Dingen für die Raumfahrt eingesetzt haben. Ihr seht eine ganze Bandbreite von Informationen und von tollen Gesprächsanlässen. Erkundet einfach gemeinsam die App, schaut euch die Geschichten dieser mutigen und bewundernswerten Frauen an. Und das Tolle ist, es gibt auch noch eine Fortsetzung von der App, die Außergewöhnliche Frauen 2 heißt, wo ihr noch viel, viel mehr außergewöhnliche Frauen kennenlernen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.